Ja, willkommen zurück bei Final Fantasy VII. In der letzten Folge hört man ja, man hört ja im Hintergrund, was passiert ist. Also der Reaktor ist explodiert. Zwar nicht allein durch die Schuld von Avalanche, sondern der Chef dort hat selber das Ding hochgejagt und das wahrscheinlich denen in die Schuhe zu schieben. Ja, und jetzt sollen wir irgendwie zum Bahnhof kommen. Auf der Karte ist sicherlich der Bahnhof eingezeichnet. Jeder für sich, Bahnhofsstraße. Ja. Und da sollen wir hin. Also nach Norden. Na, da haben wir sowas zu durchqueren. Mit dir kann man hier sprechen. Der Bahnhof steht wohl noch. Aha. Einige sagen, es könnte Butai gewesen sein. Wer? Meine Knochen. Und wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen den Zug nach Sektor 7 zu meiner Schwester. Was wird denn jetzt aus uns? Keine Angst, es wird schon alles gut. Und wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen den Zug nach Sektor 7. Ja, hast du schon mal gesagt. Was ist denn? Schon cool, dass die alle was zu sagen haben. Warum bloß? Hier ist doch gar nicht kaputt, was nicht zu sagen. Ob das Gegner von Shinra waren? Wo soll ich noch hin? Er ist bestimmt tot! Und dein Bruder kann auf sich aufpassen. Dem geht sicher gut. Ich hoffe, du hast recht. Gegenstände oder Vorgänge umgehend der Sicherheitsbehörde beziehungsweise dem Hauptquartier der Garde zu melden. Hast du vielleicht meinen Bruder gesehen? Wo bleiben die nur? Hier lang! Wo bleibt ihr? Hier oben! Zwecklos. Die sind total überfordert. Gib nicht auf! Jetzt mach schon! Nicht da lang! Nach rechts! Wegen anhaltender Explosion. Was soll das werden, Cloud? Gibt es Notunterkünfte? Ja, nach oben, hab ich gesagt. Ich komme ja schon. Nach oben, hab ich gesagt. Na, okay, ich kann gerade nicht rennen. Oh, jetzt kann ich hinter rennen. Der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Da bist du ja. Jesse. Das war eine Bombe! Ich dachte, für uns allein waren Jesse. Was? Was ist denn? Euch nichts. Wir bringen Sie zu einem Arzt. Halten Sie durch. Verstärkung aus Sektor 7 ist bald da. Also, ich zähle auf euch. Nichts. Ja, ist schon krass. Der Bahnhof steht. Bröckelt's. Jedes bröckelt. Was zu? Gut. Unmöglich. Das kann nicht sein. Wieso? Alter Bekannt. Ich glaube, das ist eine Einbildungskraft oder so. Geht es ja gefangen, ist ja gar nicht hier. Also den musst du fahren.
nicht rennen. Träum ich? Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Mutter. Mutter. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud. Lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Mund! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Okay. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Okay. Wir gehen erstmal aus der Kasse wieder raus. Rennen kann ich zwar noch nicht, aber... Mir schlottern immer noch die Knie. Okay. Hätte ich doch nur den anderen Weg genommen. Erstmal tief durchatmen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf offene Plätze im Freien zu begeben. Ich muss nach Hause. Meine Familie. Ich kann das nicht glauben. Es gab einen riesigen Knall. Alles ging so schnell. Gar nichts. Dafür werden diese Verbrecher noch büßen. Das kann alles nicht sein. Dann können wir rennen und mal hier durch. Unsere Welt ist die andere Richtung. Hier können wir doch hoch. Im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf offene Plätze im Freien zu begeben. Ich wiederhole. Ja. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter nicht so geplant. Wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich. Ich habe Angst. Meinst du, du kannst laufen? Im nicht wirklich, tut mir leid. Aber wollte ich mir das Gas Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf nein, wir fliegen zusammen. Der Weg dort führt in eine Seitengasse. Und durch diese Gasse kommt man zum Bahnhof. Und ich auch nicht mehr. Das klingt doch
Das klingt dann nach einem Plan. Hier rum. Sieht wirklich klasse aus, ne? Hier rum. Einmal drehen und die zapsen wieder. Nee, wir gehen die Leiter runter. Was zwingt Shinra nicht in die Knie? Erst hat es ungemacht. Freunde von mir sind zum Shinra-Gebäude gelaufen. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Hier für dich. Was macht das? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Gelbe Blume. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze? So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Stehen bleiben! Jetzt!
geben. Das war's dann. Bis hier und Durchsage des Schiffskatastrophenschutzes. Nun kommen die Schwader, oder? Das betroffene Gebiet weiträumig zu meiden. Nähern Sie sich dem Bahnhofsgebäude bitte nicht über den Vorplatz. Nutzen Sie stattdessen freie Seiten. Jetzt muss ich doch mal auf die Karte gucken. Ja, Karte wäre das. Aha. Wir müssen genau in der Falle. Wir müssen die Richtung mal jetzt gucken. So, wahrscheinlich hier lang. Nee, hier geht's nicht lang, also da lang. Da bist du ja! Haben wir dich endlich! Auf vier Sektor 8! Wir haben den Scheiße entdeckt! Ich wiederhole! Komm, vier Sektor 8! Still, bist du still? Okay. Ausweich und Umschlag. Können wir jetzt auch installieren. Nichts zu vermelden. Jetzt! Genug! Es ist vorbei! Das Ausgewicht. Bringen wir es hinter uns! Du wirst gestiegen. Weiter geht's. Ja, wie geht's uns? Oh, geht noch gut. Ah, jetzt ab wieder. Eine Mockriemedaille. Kraft rein. Wie geht's denn weiter? Karte? Okay, das ist richtig, also geradeaus, ne? Ja. Weiter geradeaus, also war es schon richtig, wo ich vorhin abgebogen bin. Haltet die Augen offen, er kann noch nicht weit gekommen sein. Ich verschwinde besser von hier. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einschussgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf offene Plätze im Freien zu begeben. Ich kann nicht weiter. Karte. Ah. Hier rum und dann hoch vielleicht. Also hier geht's nicht weiter, wir müssen nach Norden auf jeden Fall. Wir bitten alle Bürger, das betroffene Gebiet weiträumig zu halten. So. Jetzt gehen wir hier lang. Da geht's ja nicht weiter. Jetzt stehen ja die Autos, also hier kommen wir nicht lang. Jetzt was übersehen.
jeden, der verdächtig aussieht. Dann mache ich lieber einen Bogen. Nach oben, also wir machen einen Leiter. Da haben wir, glaube ich, auch schon. Schnellstraße vor dem Bahnhof ist weiterhin akut einsturzgefährdet. Widerstand ist zwecklos. Hilf uns nicht! Schnapp ich die Schiffsuhr! Sondern wie es ihm geht. Ja, dann nehmen wir noch einen Heiltrank. Ja, und jetzt. Da drüben! Feuer frei! Knallt ihn ab! Das war knapp. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnzirkel. Riegelt alle Zugänge ab! Das Netz da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren. Eisen rein. Gefährlich! Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen.
Bitte riegel die Ausgänge und schick Schnellverstärkung! Entkräfte Zielperson! Du entkommst nicht! Zielperson ist weg! Leiten Angriff ein! Ja, und wie das Ganze weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier.